Ich bin gay. Der gehört ja recht. Und damit sage ich schon mal herzlich willkommen zu dem Video. Hallo. Da brauchst du Aufmerksamkeit schon wieder. Sorry. Yeah. Hey, Leute. Ey, gleich mach dein Video. Hey, hallo. Geht er so ab 3, 2. Hallo. Ich glaube, ich starte nochmal die Aufnahme. No. Obwohl. Er hat gesagt, er ist gay, deswegen mache ich jetzt halt einfach hier weiter. Okay, Leute, jetzt hat's. Viele haben über Revo-Mods gesprochen. Ja, anruft habe ich aber auf Sturm. Oh Gott, schon. auf jeden Fall. Viele haben hier in der Lobby von ihnen erzählt, die verschiedensten Meinungen. Da werde ich mal sagen, dann fangt ihr mal an, soweit starte ich mal eine Runde. Dass wir soweit auch mal ein wenig spielen können. So, wir fangen mal an, was euch auf dem Herzen liegt über ihn. Was ihr vorhin alles erzählt habt. Ja, wer soll anfangen? Wait, du fängst an. Nee, Dark wollte was sagen. Ja, ich kann anfangen. Außerdem, bevor ihr noch anfängt, das Video soll Revo-Mods nicht beleidigen. Das sind nur Aussagen von denen, was. Die alle so über ihn mitbekommen haben. Ich habe noch nie mit ihm gezockt. Er war mal in seinem Livestream, habe ich mal angeschaut und er auch mal bei mir. Und ja, sonst auch nicht viel. Okay, dann sagen wir mal, Gold fängst du an, komm. Kurz und knackig. Scheiße. Mach einfach. Ist da kein Hate oder so? Das ist einfach nur eine Meinung. Nee, es ist einfach nur eine Meinung eben. Deswegen, ja, ich wollte auch mal. Ja, okay, fang an, komm. Soll ich anfangen jetzt? Gold. Keiner redet, alles klar. Ja, ich sag jetzt, also meine erste Erfahrung war, als ich ihn Stream kennengelernt hat und so, war alles cool so, ich fand ihn cool so. Dann das erste, also dann bin ich ihm nachgejoint, weil er die FAs angenommen hat und so. Und dann habe ich mich gefreut und habe gesagt, oh mein Gott, das ist jetzt meine erste Erfahrung. Dann hat er gesagt, guck mal, wie er sich gefreut hat, komm, wir gehen. Also mit Absicht so. Das fand ich schon arrogant. Mittlerweile ist er aber wieder netter zu mir, also so. Und so, wir spielen nicht oft oder so. Ich habe ihn aber in FL halt und so. Das ist jetzt ein Eindruck. Und aber, ja. Okay. Ja, ich habe sie gerade einmal genuskuppt. So, mein erster Kill war das. Alter, Lukas dabei. Das Auto. Okay. Okay, dann fangen wir mal weiter an. Dark Dragon, hast du noch was über ihn erzählen? Ja, aber alles klar, aber nur relativ wenig, weil ich kenne ihn nicht mehr persönlich noch sonst irgendwas. Aber sehr beleidigt. Ich kann ich das gut aussehen, danke. Ich habe ihn nicht einmal im Stream gesehen und als du kurz weg warst, also während des Streams hast du ausgelöst, was zu trinken holen. Und da habe ich halt mit dem anderen Re-Racer, keine Ahnung, wer ihn noch kennt, also den anderen halt, diesen Devil Re-Racer, geredet. Ja. Und da hat RevoMods, also der war im Stream, hat erstens noch Werbung für seinen Kanal gemacht, dann hat er noch... wie? Was hat er denn reingeschrieben für seinen Kanal? Also er meinte halt indirekt, ja, ich stream jetzt auch, das war halt nicht so korrekt. Das hat er sich auch schon mal angesprochen, ich weiß nicht wann, aber das hat er sich schon mal angesprochen. Kann sein. Ja, und dann war halt noch ein Aspekt, dass er zum Beispiel einfach geschrieben hat, während ich gerade mit einem anderen halt im Stream geredet habe, dass er gerne meinen Account deranken würde, nur weil ich im Stream rede. So, also er hat dir gedroht, dass er dich derankt, habe ich es richtig verstanden? Ja, eben, also nee, er hat mich nicht, im Endeffekt hat er mich nicht gedroht, sondern er meinte, er würde mich gerne jetzt deranken, so nach dem Motto. Ja, ich glaube, da war ich dabei im Stream sogar. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und ich gucke ihn so ab und zu mal seine Streams so und seine Videos, wenn er mal was hochlädt so. Und ja, ich finde, manchmal ist er so nett zu den Abonnenten, manchmal beleidigt er so. Ja, okay, er will auch manchmal nicht, aber. Hä, wie beleidigt er? Das ist halt. Er ist ganz schön. Also manchmal ist er ganz schön arrogant. Definiere arrogant. Macht jeden beleidigt, also macht jeden auf meinen nächsten. Was? Es ist ja klar, dass man sich freut, wenn man jetzt im Stream ist, so, und dann
wenn man dann rausgeht, ich finde das schon so ein bisschen arrogant, so, ja, guck mal, da freut sich sogar schon jemand, so. Er hat auch ganz oft gesagt, so, guck mal, wie er sich freut, komm, next hinten wir, also, so. Also sehr, also wollten die mehr oder weniger sehr ärgern, oder? Ja, also eher, ja. Weil er sich... Also, Rebo, hast du nicht vorhin irgendwas von deiner Stimme erzählt? Ach so, ja, er hat mich wegen meiner Stimme gesagt, die geht mir auf den Nerv, dann hat er mich gestummt. Dann später hatte ich noch einen Kumpel drin, dann hat er mich zwischendurch wieder entstummt und dann hat er wieder mich gestummt, weil ich angeblich so genervt habe. Ich weiß, dass das sich überhetzt so ein bisschen komisch anhört oder so, aber ich kann da ja nichts für. Und schon mit dem Scheiße, wenn du einfach so einen, der dich feiert, einfach so stummst, so, weißt du, was ich meine? Ja. Aber lustig ist, bei mir, ich stumm auch oft Leute, wegen ein paar Gründen, wie zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine 16-Mann-Lobby ist. Wenn jeder durcheinander redet, stürme ich die meisten, außer meine besten Freunde. Muss ich euch sagen. Besten Freunde, sag ich schon. Außer, ja, die, wo ihr am meisten mag hat, ne? Auf jeden Fall, aber welche, wo es ein Scheißset haben, sag ich es klar raus. Wie zum Beispiel, wo die ganze Zeit nur rauscht oder wo man es ganz, ganz leise hört oder so. Die stimme ich auch direkt. Aber bei ihm, erstens, die Stimme ist ertragbar. Also ist nicht schlimm, finde ich. Homo. Oh, geil. Nee. Also ihr müsst mal durchrushen. Zweitens, er hat keine Störgeräusche. Also bei ihm rauscht nix. Deswegen. Ja, aber es war auch jetzt kein Hater in Revomod, ne? Also von keinem, ja. Also, ich zeig dir mal die Online-IPs, mit denen du alles freezen kannst. Nee. No scope. Oh, ist mein Probeter? Also ich guck ja auch oft seine Streams so öfter. Fair. Ja. Und schreibt ein bisschen Kommentare. Er liest sie auch meistens vor. Also so ist das nicht. Ich war heute zum Beispiel drin, so. Wenn ich sage, wer ich bin, dann erkennt er mich auch. Aber ich bin der heiße Boy von letztens. Achso, du bist nein, der. Jetzt kommst du heute wieder mal in mein Bett. Also er beantwortet auch schon meine Fragen und so. So ist das nicht. Aber manchmal, da habe ich das Gefühl so auch, dass er so manche nicht vorliest, worauf er keinen Bock hat, aber das ist ja auch normal. Das würde ich auch machen. So. Sag dann Jan. Ja, alles klar. Er rennt noch rum. Racer, du meinst doch gerade, Justin, du meinst, oder Fake Racer, tut mir leid, du meinst doch gerade, du entstummst nie. Gott, dann redet er, wenn man den nicht hört. Was? Jetzt fühle ich mich aber geehrt. Ich bin also einer deiner besten Freunde, danke. Warte. Okay, gestummt habe ich noch. Okay, habt ihr sonst noch irgendwie was zu sagen? Eine Story oder irgendwie etwas? Nö. Okay. Jo, ein schönes 8-Minuten-Video, bin damit einverstanden. Jo, also... Oh mein Gott, den Codenascher kannst du gern füßen, den Dark Dragon auch, den Gold auch, ne, der arme Bur. Und dieser Victory auch, sehr gut. Okay, dann... Tippen dann nach oben und tschö, Leute. Ciao.